Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Russian Fishing 4. Ja, wir sind angekommen in der alten Festung. Der Port ist gar nicht so teuer, 8 Silber oder so. Und ja, hier steht keine Gulaschkanone und ja, es sind ein paar Dinge, die sind wirklich ein bisschen teuer. Oh, guck mal hier. Hier steht so eine Dingensfackel, so eine Skyrim-Fackel. Geil. Dungeon, hier ist ein Dungeon-Fackel. Ja, also ihr seht, ich bin 12, Level 12 und ja, ein Drittel. Ich bin hier schon ein bisschen rumgelaufen. Ich wollte euch nicht wieder irgendwelche Folgen zeigen, wo ich wieder gar nichts fange. Und ich muss sagen, also zum Posen und auch zum Grundangeln ist es hier echt ein Paradies. Ich habe mir auch schon eine Map gekauft, die kostet auch 5 Silber. Die Karte ist gigantisch. Man kann hier, ich bin hier die ganze Hecke war ich noch gar nicht. Na, ich war einmal hier auf der Insel so ein bisschen rum. Ich war da, weil ich gucken wollte, was da ist, aber da ist nichts Besonderes. Ich war hier, da habe ich eine Rolle geschrottet, weil ich irgendeinen Fisch dran hatte. Aufgrund der, ja, der wollte mir die Leine klauen und da habe ich einfach die Bremse zugemacht, kurz bevor die Leine weg war und habe gedacht, naja, jetzt entweder, nee, reiß jetzt die Schnur oder die Schnur sowieso weg und ja, und dann hat er so gezogen, dass die Rolle geschrottet wurde, das ist aber nicht so schlimm, da war eine 10 Silber Rolle, also von daher halb so wild, aber da muss ein ganz schöner Gigant gewesen sein, der hat mich also echt weggezogen. Ja, dann bin ich hier rumgelaufen und ich habe ein paar schöne Stellen gefunden. Wir können die einfach mal abgehen. Ich zeige es euch mal. Und das sind natürlich alles geheime Geheimstellen. Das wisst ihr ja, ne? Wie das so ist. Und ja, hier kann man Quas ausschlagen. Ich weiß nicht, was Quas ist. Hier kann man Quas bekommen. Ich denke mal, das ist ein Alkohol oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir betreten den mal. Guck mal, da kostet eine Flasche Quas. Kostet 3 Silber. Wir nehmen die mal mit. Eine Quas. Ah, Quas ist ein traditionelles slawisches Getränk. Der moderne russische Quas erhält keinen Alkohol, wirkt stärkend und stillt den Durst. Kein Alkohol, wie langweilig. Was soll ich damit? Kein Alkohol, verdammt. Naja, egal. Ja, also wie gesagt, es ist ein Paradies. Es ist ein Paradies für Poser, so wie mich. Und für Grundfischer. Ihr seht schon hier, überall sind hier diese grünen Dinger und alle 5 Meter sind irgendwelche da, seht ihr? Da überall sind diese Äste und Bäume und alles hier am Rand und ach, das ist so einfach nur super geil. Super geil, super geil. Hier, seht ihr? Hier, ich glaube, mit dem Boot kann man nicht fahren. Eigentlich nicht, aber wir können hier raufgehen und von hier aus angeln. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Na, und überall dieses Holzzeug, das ist ein Traum, das ist wirklich ein Traum. Kann ich nicht anders sagen. Es ist super, super gut. Ich bin hier rumgelaufen, ich habe ein bisschen geangelt, habe mir ein paar Stellen angeguckt, habe mal ein paar Mal die Angel rausgeworfen. Hier war ich zum Beispiel, das war nicht so toll. Und ja, ich habe ruckzuck, hatte ich 40, 45 Fische zusammen. Das heißt jetzt natürlich nicht, wenn ich hier anfange zu angeln, dass das so weitergeht. Natürlich nicht. Das ist ja, wenn wir jetzt hier, ich fange schon wieder an, guck mal, das ist 10:30, ne? Ich fange schon wieder nach, dann hier, schon wieder Holz hier, überall. Es ist einfach ein Gedicht. Wie schön das hier ist und wie schön die Plätze hier sind. Guck mal hier, überall hier Holz, wieder im Wasser. Hier, das sind ideale Verstecke für Fische aller Art. Hier haben wir ein Lager. Mach doch mal Licht an, Opa. Hier. Hier haben wir ein Lager und ja. Hier kann man ein Feuer machen und so. Ihr kennt das ja, das Übliche halt. Ne? Wenn wir mal wieder, demnächst müssen wir mal wieder Tee machen und Kartoffeln. Kein Problem. So. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Jetzt muss ich mal eben gucken vor allem. Also nicht wir, sondern ich vor allem. So. Ah, so ist das also. Hier, das ist die richtige Richtung, ne? Ja. Da kommt gleich die Blüke. Die Blüke kommt gleich. Blüke. Ich komm Blüke, Alter. Blüke. Hier irgendwo kommt jetzt gleich Blüke.
Ich nicht sehen, Blöcke, aber komm gleich. Moment. Wartest du einen Moment, Alter. Ach ey, was sind das hier? Alles voll Nebel in dem Zimmer. Kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin vorbeigelaufen. Natürlich. Natürlich. Natürlich bin ich vorbeigelaufen. Oh, der Mond. Der Mond scheint heute so schön. Sag mal. El Blindos. Opa El Blindos. Hier Blöcke. Wo hast du Blöcke? Hier ist Blöcke. Guckst du hier Blöcke? Ja, auch von hier kann man natürlich wunderbar, ne? Also wunderbar. Hier kann man, hier habe ich ganz viel gestippelt. Aber, es war nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Also wie gesagt, jeder muss hier seine Stellen finden. Ist ja klar. Was für mich gut ist, kann für euch nicht unbedingt auch gut sein. Ne? Aber, oh ja, hast du mich, Alter, hast du mich. Also, wo ich sehr, sehr erfolgreich war, da gehen wir jetzt nochmal hin. Das heißt natürlich nicht, dass ich da jetzt weiterfange. Natürlich nicht. Ne? Das ist, das war, mein Gott, ey, noch ein Stück. Das war hier. So, hier. Hier irgendwo. Ach, ich hasse es. Ich hasse die Dunkelheit. Man sieht nichts. Das Schlimme an der Dunkelheit ist, man sieht einfach nichts. Hier. Ja. Ja, hier. Also hier, ne, hier so rein. Hier so rein. Das ist, also das ist toll. Toll, toll, toll. So, und deswegen machen wir das jetzt auch mal, weil das nämlich toll ist. So, wir haben hier unsere Grundangel. Zack, zack. Ich hoffe, das ist so, oder? Einmal gucken hier. Ja, ja, ja. Alle einsatzbereit. Jawohl. Ja, dann. Auf wie geht's, Bumm. So. Hinstellen. Der geht nämlich auch auf der Brücke. Das geht auch auf der Brücke. Ja. Da und hier waren auch ein paar richtig, richtig schöne große Fische. Ich hoffe, ich kann da anknüpfen, wo ich aufgehört habe. Dass ich euch da zeigen kann. Wie gesagt, Garantien gibt es keine. Natürlich nicht. Ist ja logisch. Warum auch? So, und wir müssen mal wieder ein Teechen trinken. Und wir müssen mal hier, mach mal hier, Zubehör, mach mal. Hier, komm her. So, wir haben es doch. Genau. Guck mal hier. So, dann machen wir noch eine. Die drei bitte. Einmal die drei bitte. Was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Bremskraft, macht er mal hier. Ach, das ist ja schon wieder alles wieder auf resettet. Das ist eine echt nervige Angelegenheit hier mit der Resetten. Resetteten. Da muss ich bei den anderen gleich auch nochmal gucken. So. So. So, und jetzt machen wir der Dinge, die da kommen. Und da geht's auch schon los. Hoffe ich. Ja, wir nehmen die mal. Ja, genau. Machen wir hier die Bremse ein bisschen rein. So. Kann ich das hier so? Ja. Guck mal. Wunderbar. Schnelle Einholung. Da können wir uns mal schnell einholen. Ach, ich habe noch 7 Fische im Kescher. Sehe ich gerade. Von wo ich meine Runde gedreht habe. Ne, gar nicht. Wo ich die Rolle vernichtet habe. Genau. Da habe ich noch die sieben Geißlein. Ja, wo ist denn der Fisch? Hallo, der war doch dran. Ich hasse dich. Fisch, ich hasse dich. So. Ja, fängt schon wieder gut an. Ne? Ja, genau. So. Dann lass uns mal eben hier was... Nein, wir müssen jetzt eben was essen. Hier Lebensmittel, weil es hier keine Dinge gibt. Ich habe mir mal hier ganz viele von diesen Schmelzkäse-Snacks geholt. Die sättigen sehr gut und kosten auch hier nur 60 Cent. Also von daher ist das schon okay. Und in den Kescher können wir mal eben reingucken. Was haben wir denn da noch? Guck mal hier. Schuppenkarpfen, 2,3 Kilo. 2,4 eigentlich. Naja, und so ein bisschen kleine Rotaugen und so was. Es soll hier auch Aale und so Dinge geben. Allerdings mit Ködern, die man nur für Gold kaufen kann. Natürlich, ist ja klar. Ich habe mal geguckt,
so eine Premium-Mitgliedschaft für einen Monat kostet 12 Euro. Das ist also nicht gerade ein Schnäppchen, kann man nicht sagen. Ist er was dran? Nein, ist nichts dran. Der hat nur gezuppelt. Der hat nur gespielt, der Kleine. Der hat nur ein bisschen gespielt mit der Opa. So, ja, ist genau wieder das passiert, was ich nicht haben wollte. Es ist 1.13 Uhr und wir fangen an zu angeln und dann ist natürlich... Ach, ey. Miersem. Ist natürlich wieder übel, ne? Könnt ihr darauf trinken, wir erstmal noch einen Tee. So. Einer unserer Super-Tees. Zack. Müssen wir aber neue kaufen und kochen. Danke. Damit unser Gemütszustand ein bisschen hochgeht. Aber ich hätte jetzt auch mal so eins von diesen alkoholfreien Dingern trinken können, die wir gerade gekauft haben. Naja. Was soll? Jetzt, was ist hier los? Wer rappelt hier? Wer von euch macht hier Rappel, Rappel, Rappel? Na komm schon. Du willst es doch auch. Du willst sie doch auch. Also ich habe hier in dem Bereich, habe ich mit der Pose ein bisschen rumgemacht. Das war auch sehr gut. Und ich habe, warte mal, hier natürlich wieder, ne? Das Endstück hier habe ich natürlich gepost. Und da habe ich jede Menge Barsche rausgeholt. Oh, da ist was los. Hier geht's ab. Komm her, komm bei dem Opa. Komm mal bei dem Opa bei. Jetzt komm doch mal. Du willst doch auch. So, jetzt hier. Zack, zack. Zwei Hühner, ein Gänse. Wie man so schön sagt. So. Zack. Und was haben wir denn da? Eine Karausche. Eine klitzekleine Karausche. Ja, Rausche, Rausche. Kleine Karausche. So ist das. So, bitteschön. Na, immerhin haben wir schon mal einen Fisch gefangen, ne? Nicht so wie bei der letzten Folge mit der geheimen Stelle mit Geheimköder, wo wir 20 Minuten gar nichts gefangen haben. Ich meine, wir sind ja jetzt erstmal hier hingelaufen und alles, ne? Und das ist jetzt... So lange sind wir ja hier noch gar nicht. Er läuft bei uns, läuft! Da ist nichts dran. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Fisch. Ich krieg mal richtig Fischstäbchen aus dir. Wirst du sehen, wie das geht. Rotaugen-Fischstäbchen oder irgendwie sowas. Barsch-Fischstäbchen. Lecker. Lecker, lecker, lecker. So, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt bei allen die Bremse nachgezogen oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Naja. Ja, ich habe eine Schleie, habe ich hier rausgeholt von über drei Kilo. Das war auch sehr schön. Die müsste eigentlich bei meinen Erfolgen irgendwie mit drin sein. Warte mal. Fähigkeiten, Rekorde. Rekorde, sind das meine Rekorde oder alle? Alle. Ranglisten. Nee, das sind alle. Da bin ich nicht. Das ist ja bedauerlich. Irgendwo waren doch auch meine ganz persönlichen, ureigensten Futtermischung, Rekord, Handwerk, Statistik. Ich glaube, hier waren sie. Ich glaube, hier waren sie. Da. Da war sie. Die habe ich hier gefangen, die Schleie. 3 Kilo, 3,048 Kilo. Und die hat auch am meisten Erfahrungspunkte gebracht. 1800 Erfahrungspunkte. Ach, wie schön. Und auf Made, natürlich, wie immer. So, und ein Hecht habe ich auch gefangen. Habt ihr gesehen? Ja. Aber was nutzt das jetzt, ne? Wenn jetzt wieder nichts mehr ist. Ach komm, ey. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ich habe ja hier sämtliche Hände frei. Gott sei Dank, da fangen wir wieder an zu hieksen. Nur für euch. Ah, lecker. Klingelingeling. Jetzt kommt der Eiermann. Am Eiermann sind Eier. Ja. Oh, ja. Komm her. Jetzt aber. Jo, Fisch. Ein Fisch. Ach, der geht jetzt natürlich nicht. Aber ich kann die Bremse anziehen. Ja, so muss es sein. So, dann komm mal her.
Oh Mann, der hat schon. Der hat schon ganz schön Schnur genommen, der Bursche. Komm her. Komm mal bei der Opa. Komm her, komm. Ja, komm schon. Ah, ja, so muss es sein. Na komm. Du willst doch auch. Du willst doch bei der Opa. Komm. Komm her, mein Kleiner. So. Oh, was ist denn da los? Gibt der auf oder was ist da los? Ja, plötzlich ist das Rote weg. Ja. Da haben wir doch schon. So. Komm her bei den Opa. Komm bei den Opa. 1,3 Kilo. Eine Schleie. 800 Erfahrungspunkte. Danke dafür. So, hier Einholgeschwindigkeit, jawohl. Und hier so, absetzen. Moment, ich komme. Nicht nervös werden. Ich komme, ich bin schon da, Moment. Ah, ja, so, 25. So, komm her. Da hinten, der rappelt auch schon. Oh, und der zieht. Siehst du das? Wie die Schnur im Wasser hängt, so waagerecht. Der zieht, wie bekloppt. Der reißt mir die Rolle weg. Der macht mir die Rolle leer. Der doofe Fisch. Ich hasse dich. Eigentlich nicht. Ich würde auch abhauen an deiner Stelle. Oh, guck mal hier. So, jetzt aber. Ja, haben wir. Okay. Moment, ich muss eben auswerfen. So lange kann es aushalten, oder? So. Ja, also wie gesagt, das ist wirklich ein Paradies. Für Leute, die gerne... Da ist gar nichts dran. Doch. Für Leute, die gerne posen, so wie ich, ne? Der Posenkönig, Opa der Posenkönig. Der seine Muskeln spielen lässt am Strand und alle dürfen zugucken. Ja, Opa, du bist der Größte. Komm her. Oh ja, der ist ja so groß gar nicht. Da hast du aber übertrieben, du Brachse. Du hast noch immer so ein grünes Ding hier dran. Echt, ey. Also wirklich. So. Oje. Nicht wieder in das Gebüsch werfen. Ich habe ja schon einen Haken und alles verloren. Also ich habe hier schon echt Federn gelassen, muss ich echt sagen. Musste schon Haken nachkaufen. 2, 3 Stück. Dann natürlich die guten, ne? Die für 8 Silberstück. Die Rolle 9 Silber. Da hat der Opa schon ganz schön federn lassen müssen hier. Naja, was soll's. Dafür hat er aber auch gut Kohle gemacht. Muss ich echt sagen. Also. Oh ja. Ein roter Auge. Ja, so ist richtig. Guck mal, die letzten 3 Fische im Chat. Unsere. Sehr gut. Gefällt mir gut. Kann ich gut mit umgehen. Ja. Na, ich habe, guck mal hier, 205 und ich habe schon die Rolle und die Haken und alles gekauft. Ich war schon wieder bei 240 Silber. Das war okay. Da ist auch wieder einer. Moment, einer nach dem anderen hier. Immer schön anstellen. Freunde. Ja, also wie gesagt, hier runterwerfen ist echt, ist toll. Ist wirklich toll. Und ich freue mich, dass es jetzt genauso weitergeht, wie es vorhin war. Ich habe schon echt befürchtet, dass ich jetzt hier euch da zeigen will und dass mal wieder gar nichts geht. Wie das halt dann so ist, ne? Und wo ja dann auch keiner was für kann, ne? So, Moment, eben auswerfen. Oh, ich komme gleich. Bin gleich bei dir. So, hier, zack. So, Leine spannen, ein wenig. Und... Da sind wir schon wieder. Jawohl. Dann sind wir dabei. Das ist prima. Was? Da rappelt schon wieder einer. Da rechts, der schon wieder. Was ist denn mit dir in der Mitte, Junge? Du hast länger nicht gerappelt. Oder ist da einer dran und man weiß es nur nicht. Kann doch sein. Ich muss mal ein bisschen schneller drehen hier. So, komm bei der Opa bei. Hier, zack. Ein Karpfen. Ein Barsch. Eine Karausche. 600 Gramm. Ja, so muss sein.
So, absetzen. Ein bisschen hier. Ja, Moment, ich guck. Moment. Jo, da ist einer dran. Da ist einer dran. Ja, wenn ich so viel Grundangel, ich muss unbedingt diese Grundangeln, die ich jetzt hier habe, die muss ich unbedingt mal austauschen. Wenigstens gegen die ich da links habe. Die ist ja dann doch, die hält ja doch deutlich mehr aus. Also hier bei denen ist das auch passiert, wo die kaputt gegangen ist, ne? Die Rolle. Da hätte ich eigentlich direkt die Rolle holen sollen, die richtige, die auch links drauf ist. Das war ziemlich dumm von mir. Wenn die sowieso schon kaputt ist, ne? Aber, naja. Dann wäre die Rolle sehr viel stärker gewesen als die Route. Da wäre ja auch keiner, ne? Ja, so. Ist überhaupt was dran? Ja, da ist was dran. Da ist was dran. Ja, da ist doch mal was dran hier. Komm hier, schnell rollen. Opa. Moment, er klingelt überall hier. Ja, so muss es sein. So muss es sein. Hier, eine nach der anderen. Komm hier bei mir bei. Zack, Rotauge. 800 Kilo. 800 Kilo Rotauge. So muss es sein. Ja, da freut mich, dass das mal so ein bisschen geht hier. Dass ich euch das mal zeigen konnte jetzt hier. Was ist denn los hier? Dreht doch mal ein bisschen schneller, Freund. Nee, der hat zuerst geklingelt. Immer schön der Reihe nach. Oh, nein. Erst lockern. Erst ein bisschen lockern. Was hast du denn da wieder? Ja, wie gesagt, das ist die große Angel, ne? Wenn der schon hier so anfängt, sich zu biegen, dann sollte auch was dran sein. Die macht immerhin 7 Kilo, ne? Die Angel, da ist ja schon mal was. Ich weiß, für die Level 30 und höher sind, ist das natürlich nichts mehr. Aber für mich sind 7 Kilo schon eine ganze Menge. Die Kleinen nebenan, die Angeln, die haben 3 Kilo. Also von daher, komm schon. Zieh da mal hoch. Ach, da nicht. Ja, Hauptsache du holst ihn auch rein. Ja, ich glaube, da kommt er, oder? Ich mach mal die Bremse noch ein bisschen weiter. Oh, da kommt er an. Da kommt er angeschippert. Da kommt er angeschippert, der Fisch. Oh, komm her. Oh, jawohl. Und wieder 1,5 Kilo fast. So ist gut. So muss sein. So. Bisschen stramm ziehen. So, wen haben wir jetzt? Rechts, bitte. Ja, hier kommt jeder dran. Immer schön der Reihe nach. Immer schön der Reihe nach, Freunde. So muss das sein. Mein Gott, ist das geil. Und überall, alle klingeln. Super. Ich liebe das. Das finde ich super. Hier kann man richtig, richtig schön Silber machen, wenn man ein bisschen Glück hat. Das ist echt super toll. Ein rotes Auge. Jawohl. Und tschüss. Jawohl, ja. Zack, stramm. So, wer war jetzt dran? Du warst dran, ne? Ich glaube, du warst dran dieses Mal. Jupp, viel ist dran, alles gut. Komm zu mir. Und alles auf Maden, ne? Ich mache nur Maden gerade. Ich wollte euch mal so richtig madig machen. Ach. Oh nein. Vorfach gerissen. Ah, was war denn da für ein doofer Fisch dran? Ah, komm schon. Was war denn da für ein Fisch dran? Verdammt. Was ist hier los? Wo seid ihr denn? Da unten ist sie. Ach, das Haken, alles weg, natürlich. Habe ich noch einen? Jupp. Wunderbar. So, was hatten wir denn da dran? Ein Achter, ne? Ein Happy Hook, ein Achter, den hier. Jupp. Und ein Maden. Ja, da hat irgendeiner, entweder war der zu groß, oder irgendeiner hat den durchgebissen. Kurze Hand, langer Arm. Da kann natürlich sein, wenn du so einen Hecht da dran hast, obwohl, ne? Ja gut, also ist jetzt nicht der größte Vorfach, aber trotzdem.
Da muss er schon gute Zähne für haben, um so ein Vorfach durchzubeißen. Das können die anderen kleinen Fische nicht. Ein Hecht kann sowas vielleicht. Guck mal, da kommt er angeschippert. Na, komm schon. So. Hier, Kescher, zack. Auf Nummer sicher gehen. Ah ja, ein Giebel. Da sitzen wir wieder am Giebel. So, ja, das ist natürlich, ne? Solche Sachen muss man natürlich Reserve dabei haben. Nochmal sollte das allerdings jetzt nicht passieren. Weil ihr habt kein Vorfach mehr. Da müsste ich eins abmachen irgendwo. So, was ist hier los? Wer ist hier am Rappel? Es war gerade so schön hier. Ich glaube, der hier, der Rappel, der sieht so straff aus. Der sieht so straff aus. Das hört sich ein bisschen komisch an. Ne, hier ist keiner dran. Der sieht nur so straff aus. Weil er ein straffer Junge ist. Oh ja. So, machen wir hier ein bisschen die Leine stramm, damit ich das höre, wenn da was ist. Ja, dreh mal. Kann man den eigentlich auch schnell drehen? Ne. Der dreht sich immer gleich langsam. Doch, da ist aber einer. Da ist einer. Komm her. Komm her, da ist irgendwas ist da dran. Irgendwas macht hier ein klein bisschen Krach. Nichts Großes, aber ein kleiner Fisch. Komm mal hier. So. Guck mal, was ein süßer. 200 Gramm. Mein Gott. Oh ja, da hinten ist schon wieder. Moment, ich komme. Bin gleich bei euch. Moment, ich kümmere mich drum. Der Opa macht das. Der Opa kümmert sich drum. Moment. So, zack. So, gucke mal. So, jetzt aber hier. Was haben wir denn da? Naja. Der beansprucht meine Bremse auch nicht wirklich. Also, so groß kann er auch nicht sein. Aber. Ja, und hier seht ihr, ne? Also ich habe hier nach da geworfen, nach links. Und der Fisch ist einfach mit der Schnur ein bisschen nach rechts geschwommen. Guck mal, der alte Giebel. Total, ne? Natürliches Verhalten. Finde ich schon sehr, sehr gut. Dass das so einfach hier so mit reingenommen wurde. Diese Art. So. Da. Ja. Jupp, ich bin da. Da ist keiner dran. Ich werde nicht mehr. Doofer Blenderfisch. Ein Blenderfisch war das. Der sah ja blendend aus, der Fisch. Ja, komm schon. Dreh doch mal. Also, dreh doch mal, wenn du die richtige Taste drückst, Opa. Nicht die Rechts-Links-Taste. Ach, ich brauche schon wieder einen Schluck Kaffee. Ich bin hier so voll im Stress hier. Ich kann ja kaum was erzählen heute. Keine Geschichten aus dem Krieg oder so. Oder aus Opas Jugend, was ja fast dasselbe ist. So. So, jetzt aber. Ja, also wie gesagt, die hier. Die möchte ich gerne da und da noch machen. Komm. Wer macht hier? Wer will mich hier veräppeln? Von euch. Könnt ihr ruhig machen. Guck, wir haben 21 Fische haben wir schon im Köcher, im Setzkecher. Köcher. Mein Gott. Da sieht aus, als wäre da einer dran, ne? So straff wie die Linie, die Leine ist, die Schnur. Die Leine, genau. Ja, oh, hier ist einer. Komm her. Oh. Was haben wir denn da? Machen wir den schnellen Dreher hier. Hopp. Guck mal, da kommt er. Da kommt der angeschippert, der Fisch. Juhu. So, ab in den Kescher mit dir. Na, guck mal. 800 Gramm. Ja, da kommt schon was zusammen. Freunde. Da kommt schon was zusammen. Heute haben wir mal richtig einen guten Tag. Das finde ich sehr schön. Das freut mich sehr, dass ich euch mal wieder zeigen kann, wie ich Fische fange. Und nicht nur, wie ich,
wie ich volle Pulle versag und wie ich Fische hätte fangen können, beinahe. Ne, wenn ich aufgepasst hätte, besser. Wie ich dann hätte beinahe einen Fisch gefangen, ja. Das war ja, die letzten paar Folgen waren ja genau so. Hätte sein können, dass ich beinahe einen Fisch gefangen hätte. Guck mal, was ist denn da dran? Da kann ja nicht viel sein. Oh, ein kleiner Kaulbarsch, 63 Gramm. Naja, damit kommt es nicht ins Chat. Das ist nicht unbedingt so ein Chat-Fisch. Die sollen auch Quallen sein, oder Quappen, oder wie die heißen. Wie, schon wieder. Was soll denn das hier? Und der da auch. Na ja, erstmal mal dich. Immer schön der Reihe nach. Du bist dran. Na ja, genau. Wir wollen hier keinen, ne, bevorzugen oder mit benachteiligen. Ja, genau. Genau, dafür habe ich dich jetzt hier, ne? Dafür habe ich dich jetzt hier, ja. Oh, da hinten ist schon wieder. In die Mitte ist schon wieder gar nichts. Ich muss die Mitte gleich mal reinholen. Da kann sein, dass, guck mal, der ist wieder rübergezogen. Aber wie? Der Fisch. Komm her, du Kleiner. Wenn die Bremse auf 27 ist und du machst den noch nicht rot, dann kannst du so groß nicht sein. Dann kannst du so groß nicht sein, mein Kleiner. Na, komm her. Wahrscheinlich kriegen wir dich sogar ohne Kescher. Ja. Sag ich doch. So, und hui, hinaus mit dir, in die weite Welt, oder so, oder wenigstens bis in den Teich. Jupp, da. Achso, den wollten wir mal rausholen hier, damit wir mal hier sehen, was hier los ist. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich sehe nichts hier von den Zahlen. Aha. So. Ist da was dran? Das sieht fast so aus. Da ist auch wieder so ein kleiner, ein ganz klitzekleiner ist da dran. Guck mal. Ja, ja. Und ich warte dann. Ach, 56 Gramm Rotauge. Ja, wenn das so ist, das hat sich natürlich gelohnt. Das ist natürlich mal ein Fisch, ne? Nach meinem Geschmack. So, wer ist hier zuerst dran? Du? Erst du. Ja, da ist was dran. Irgendwas ist da dran. Ja, ich komme gleich rüber. Augenblick. Oh, ich muss schnell drehen. Ja, schneller. Dreh schneller, Opa. Gib Gas. Das ist kein alte Leute-Sport hier. Auch wenn er bisher immer so war. Heute nicht. Heute ist hier großer Fischmarkt angesagt beim Opa. Juhu. Ja, ich komme. Moment. Boah. Da sind ja, der kann ja kaum noch aufrecht laufen und gehen und schleppen, was hier an Fisch rauskommt. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss mir mal hier ein bisschen mehr auf die Rolle machen. Da ist, die ist nur halb voll, die Rolle. Da könnte durchaus mehr Schnur drauf sein. Mal gucken. Was da so drauf ist überhaupt. Oh. Was haben wir denn da? Ein Rotauge, über ein Kilo. Das ist nicht schlecht. So. Der Lader, der fischt genauso wie ich. Der haut auch einen nach dem anderen raus hier. Was haben wir hier? Wer ist hier? Wer klingelt hier? Von euch beiden. Ja, komm, klingel nochmal. Ich glaube, der mittlere. Ich glaube, die haben beide was dran. Ich glaube, die haben beide was dran. Jetzt klingeln die nicht mehr, ne? Komm her. Ja, da ist was dran. Wenn auch nicht viel, aber irgendwas ist da dran. So, jetzt. Zack, zack. Ja, 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 ja. Ich weiß, da ist auch was dran. Ich weiß, ich hab's gesehen. Und rach, da links ist auch schon wieder was dran. Jo. Aha, okay. Ich muss gucken, dass wir noch genug Köder haben, nur langsam. Ich hab schon Köder nachgekauft, aber... Jupp.
Du warst dran. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Schnell drehen. Mach den schnellen Dreher, Opa. Los, dreh durch. Dreh nicht durch, Opa. Dreh nicht durch. Doch. Ach, komm hier, dann haben wir ihn da schon wieder. Ein rotes Auge. Juhu. Und raus mit dir. Das ist ja echt toll. Da macht das richtig Spaß. Da macht das richtig, richtig Spaß. Wenn man so die Fische rauszieht. Warte, ich bin schon da. Ist da was dran? Da ist nichts dran. Naja, jetzt habe ich angefangen. Jetzt hole ich den noch rein. Den Hacken. Der Rechte hat schon wieder was dran. Und der Linke müsste eigentlich auch was dran haben. Der hat vorhin schon geklingelt irgendwie. Lass uns immer ein bisschen straff abziehen. Da. Hier, bitteschön. Da ist auch nichts dran. Mein Gott, ey. Was machst du denn hier? Klingel, 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 klingel. Und wenn ich dann rausziehe, ist nichts dran. Nur Pech. Nein, natürlich nicht. Kann man so nicht sagen. Heute wirklich nicht. Das freut mich, dass wir hier heute so schön Erfolg hatten. Oder haben. Da haben wir den 36 Minuten. Ja, da können wir noch von haben reden. Wir bleiben noch ein bisschen. Und was ist mit dir? So. Wer ist hier los? Wer ist hier? Wer ist hier los? Was ist hier los? Wer ist hier los? Wer? Ah, Kaffeezeit. Super. Und wir gucken mal. Also da haben wir doch schon... Da haben wir doch schon wirklich... Da müssen wir mal gucken, was das Café so hergibt. Ob die ja auch für kleine Fische zuständig sind. Das wäre natürlich fein. Das wäre fein. Da würde ich nicht nein sagen. So. Ja, jetzt ist Mittagszeit. Ja, ab 12 Uhr. Die haben jetzt Mittagsessen. Die Fische. Da beißen die nicht, da gehen die Mittagessen. In eine Kantine. Die ist da hinten irgendwo. Die Fischkantine. Heute gibt's Spare Ribs. Genau. Ah, da. Heute gibt's Piranha. Her damit. Her mit der Piranha. Na, was haben wir denn? Mein kleiner Freund. Na? Das ist aber nichts Großes. Ein kleines rotes Auge. Naja. Besser als gar nichts, ne? Besser als in die hohe Land. Ja. Mein Gott, was ist denn hier passiert? Ich wollte gerade sagen, guck mal, da ist ja schon wieder einer dran. Habe ich doch gerade jetzt reingeworfen. Hab ich doch gerade, er hat den praktisch im Flug, hat er den praktisch erwischt, den Köder. Der ist ein Springfisch, sag ich doch. Der hat im Flug, hat er den raus, hat er sich den gekrallt, den Köder. So ist das. Der Rotauge, der. Echt. Oh, Gewitter. Gewitter. Opa hat Angst in Gewitter. Hilfe. Rette den Opa. Das sieht doch schon wieder aus, da, ja, genau, sag ich doch. Das sieht doch schon wieder so aus, als wäre da was. Ach komm, jetzt gibt's doch bestimmt Regen und den ganzen Scheiß. Ja, ja, genau. Ach, ey. Das dauert nicht lange, da wird's hier... Da wird's hier die... Die Sonne geht dann ganz runter, da muss ich viel Tee trinken. So ist das. Was ist das? Persönlicher Rekord. Maximales Gesamtgewicht gefangener Fische pro Tag. Ja, guck mal.
Super hier, ein Rekord nach dem anderen. Ich habe heute schon den Weitauswurf-Rekord, habe ich auch schon geholt. Ich glaube, bei dem Wetter beißen die besonders gut, höre ich gerade, wie klingelt überall. Ich glaube, bei dem Wetter beißen die besonders gut. Wenn die Regentropfen so auf das Wasser knallen, dann merken die das nicht, dass da plötzlich ein Köder dabei ist. So muss das sein. So, was haben wir denn hier? Komm mal her, mein Kleiner. Ein rotes Auge. Ja, boah, 700 Gramm rotes Auge, das ist ja schon mal was. Das ist ja schon, guck mal, wir haben schon wieder einen halben Level, haben wir schon wieder. Wir sind fast Level 13. Das ist auch gar nicht mal so ganz schlecht. Eigentlich ist das sogar ziemlich gut. Hier, Klingelingel. Warte, hier, nimm den. Jupp, da ist irgendwas. Na dann. Wollen wir mal gucken, was das ist. Also das ist ja schönes Wetter, ne? Sieht ja toll aus. Kann man ja sagen, was man will, ne? Warte, weiter geht nicht. Na komm. Dann hol ihn. Hol ihn mal rein hier. Ein kleines rotes Auge. Ist das eigentlich gefährlich bei dem Wetter so am See angeln? Nö, ne? Ich glaube, es ist kein Thema, oder? Das kann man machen. Das kann man ruhig machen, das ist kein Problem. Das ist, ne? Wichtig ist, dass man sich breitbeinig hinstellt, habe ich gehört. Das ist besonders wichtig, wenn der Blitz in einen reinfährt, dass man dann ganz breitbeinig steht und am besten auf einen nassen Aufnehmer. Das macht Sinn. Damit du so richtig was davon hast. Das muss so richtig krachen. Wenn du schon das Glück hast, dass er dich trifft, dann musst du das auch genießen. Das passiert ja nicht allzu oft, ne? Und deswegen, was hast du denn jetzt? Gefangene Fische pro Tag. Ja, guck mal. Ja, da, zack. Zack, jawohl. Hier, ein Rekord jagt den anderen. Was wollte ich denn? Null wollte ich drücken. Bin schon ganz durcheinander hier. So. Ja. So, was sagen wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, jeder Angel noch einmal, 42 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob noch was anbeißt bei dem Wetter jetzt gerade. Doch, aber andererseits, bei dem bin ich mir ganz sicher. Obwohl, da ist keiner dran. Da ist keiner dran. Da ist ja keiner dran. Komm schon, dummer Fisch. Guck mal, wie sieht das alles so wiegt und so und überhaupt. Sehr schön, sehr, sehr schön gemacht. Sehr schön. Darunter ist offenes Wasser. Darunter kann man bestimmt, ach ja, spinnen. Aber spinnen ist ja nicht so mein Ding. Das hatten wir ja schon oft genug bemerkt, dass der Opa ein ganz ausgeschlafener Spinner ist. Ja. Macht euch nur lustig über den Opa. Macht mal nur. Ihr wisst ja schon, worauf das wieder hinausläuft. Da kriegt ihr alles wieder. Alles. So, was haben wir hier? Noch für einen süßen Kleinen. Hopp, hopp, komm zu mir. Ein Rotauge. So, dann packen wir dich mal ein. Und dann nehmen wir dich. Da ist nichts dran. Blödfisch. Du Blödfisch, du. Dann eben nicht. So. Dann eben nicht. So. Dass ich immer diese Haken dabei habe, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich die mal herzauber. Aber ich habe die immer dabei. Weil ich ein ganz besonderer Fischer bin. Fischers Fritze. Nämlich. So, jetzt kommen wir. Jeder noch ein. Ich will hier die Zelte brechen. Und dann auch noch ab. Ja? Ja? Nein? Ja? Was nun? Hast du wieder losgelassen oder bist du da jetzt dran? Oh, ja, wir versuchen mal. Da ist einer dran. Dann nehmen wir den noch mit.
So, mein Kleiner, wir nehmen dich noch mit. Du sollst mit uns kommen. Das haben wir gerne gemacht für dich. So, guck mal. So, rotes Auge, jawohl, danke. Ich bin mir nicht sicher, ob hier die untergewichtigen Fische beim Café gerne gesehen werden. Das kann ich nicht sagen. Leider. So, komm jetzt hier, beiß noch einer an. Damit wir den auch noch rausnehmen können. Und damit wir dann hier dingsen können. Zack, zack. Und nächstes Mal gehen wir da hin. Da gehen wir nächstes Mal hin. Obwohl hier geil ist, ne? Warum sollte ich eigentlich woanders hingehen, ne, wenn das hier so toll ist? Sag mal ehrlich. Ja, da ist auch einer dran. So, dann haben wir ja nochmal überall... Oh Mann, ey. Der Wetter ist toll. Das ist so richtig Anglerwetter. Schön. Oder Sonnenbaden. Hier kann man auch gucken bei dem Wetter. Zum Beispiel. Oder draußen im Eiscafé sitzen. Auch sehr schön. So, einpacken. Wir gehen. Wir sind schön Wetterangler. Wir angeln nicht, wenn es regnet. Guck mal, meine Sonne, was meine Sonne weg ist hier. So, Sonne. Weg ist die Sonne. So. Oh, ich trinke einfach einen Tee, dann ist die Sonne wieder da. Warte. Das geht ja schnell hier. So schnell. Oder wir trinken einen von diesen komischen. Hier, wo haben wir sind? Denn, guck mal, den können wir auch mal trinken. Den habe ich auch noch nie getrunken. Ein Limonadeglöckchen. Auch schön. Limonadeglöckchen. Gucken, ob damit auch die Sonne raufgeht. Bin mal gespannt. Oder ob das nur so ein Dingens Getränk ist. Ich verpasse schon wieder. Volatilis, ne? Verpasse ich hier noch die Brücke. Pass mal auf. So ist das nämlich. Hier muss er doch irgendwo sein. Da. Doch nicht verpasst. Wir sind genau richtig. So ist das. Ja, wir könnten jetzt hier noch Feuer machen. Dann ging es um gleich besser. Aber das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt die Fische verkaufen. Und da möchte ich eigentlich noch ganz gerne in der Aufnahme drin haben. Ja. Ein bisschen auf den Putz hauen hier. Guck mal hier, der Opa, so viel. Und du, Lulli, nix. Und Opa, so viel. Ja. Nein, natürlich so nicht. Aber so beinahe. Beinahe so. Also fast. Hier schon nah dran. So. Da schauen wir mal. So. Da schauen wir mal. So. Hier so. Mein Gott, um das Vor hier so rum. Um das Vor rum. Vor rum? Das ist doch ein altes italienisches, römisches Wort. Forum. Da sind wir doch im Forum. Da sind wir doch ganz toll dabei. Wo sind denn hier Lebensmittel? Hier sind die Fische. Da ist der Kaffee. Oh ja, Kaffee. Lass uns mal eben gucken, ob wir was für dich haben. Da, die habe ich abgegeben. Guck mal hier, 1969, ab 50 Gramm. War natürlich toll, ne? Jetzt haben wir gar keine Barsche, haben wir gar nicht. Döbel haben wir auch nicht. Giebel hatten wir, ne? Drei Stück, ab 189 Gramm. Ja, dann nehmen wir den. Und den. Und den. Für den hätten wir so schon Geld gekriegt, aber mein Gott. So, da kriegen wir 4,31. Danke. Sehr schön. So, Schlein. Eine. Ab 800 Gramm. Haben wir eine? Ja. Guck mal hier. Was bringt die? 15,80. Ja, nee, das machen wir mal. Ich glaube, das ist ein gutes Geschäft gewesen. So, rote Augen. 7 Stück ab 300 Gramm. Ab 300. 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Wie kriegen wir denn? 17,99. Ja, wir machen mal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, die sind schon was wert, ne? 6, 7. Das weiß ich gar nicht. 17,99. Da bin ich mal gespannt, was die wert sind hier noch. Naja, wir machen das jetzt einfach mal.
So, ich weiß nicht, ob das ein gutes Geschäft war. Aaland haben wir nicht. Wieso haben wir denn kein Aaland? Das ist ja, ne? Guck mal hier. Ab 28 Kilo, weißer Amor, ab 28 Kilo. Da weiß ich auch, was ich da also an der Angel hatten, haben, Meter haben können, wahrscheinlich. So, naja. So, und den Rest verkaufen wir hier. Da, 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 da. Alles. Nochmal 31, ja. Und jetzt gucken wir mal, was war das? Rotaugen, ne? Rotaugen. Ja, guck mal, die sind ja gar nichts wert. Ach, das sind ja auch die ganz kleinen. Ab 300 Gramm waren die. Ab 300 Gramm, genau. Naja, guck mal hier, der ist 3 Silber. Ne, ja, war schon okay. Das war schon okay, das war schon okay. Was haben wir denn noch? Was richtig gut war. Noch hier. Guck mal hier, die Schleie. 6, fast 7. Fast 7 Silber, die Schleie. Das Rotauge 3. Ja. Der Rotauge 2. Ja, komm hier, alles weg. Ja, und wir sind bei 274 Silber wieder. Ist ja schön, ne? Jetzt muss ich mir noch wieder Vorfächer kaufen und so, aber das machen wir dann andermal. Ihr Lieben, ja, ihr habt gesehen, also heute war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag und ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ich. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei bei Opa Helmi, bei Russian Fishing 4 und bei jede Menge geheimer Geheimtipps. Macht's gut, bis dann. Tschüss.